Ich wollte dir nur sagen, ich finde, du hast den perfekten Körper, um nackt durchs Stadion zu rennen. Oh, so ein Kompliment habe ich noch nie bekommen. Mach es einfach, mach es. Richtig widerlich. Herzlich willkommen zu einem Video. Es ist so lange her, dass wir das letzte Mal hier saßen und euch das so mitteilen konnten. Der ganze letzte Monat war ein szenischer Monat, das heißt, wir haben ganz viele Sketche gedreht. Ich habe sehr viele gedreht, du warst öfter dabei, nicht immer. Auf jeden Fall ist das jetzt wieder vorbei. Heißt nicht, dass keine Sketche mehr kommen, also auf jeden Fall wird es wieder solchen Content geben, immer zwischendurch mal. Aber es gibt jetzt eben auch viele persönliche Moderationsvideos. Fast so ein bisschen was wie im Sommer. Also es wird jetzt auch so ein bisschen frecher wieder. Wer würde eher intime Version? Und wenn ich sage, Leute, wenn ich sage intime Version, ihr kennt Jonas und ihr kennt Jonas Kanal. Und ihr kennt Denise. Dann wird, Leute, wisst ihr Bescheid, dass auch das gemacht wird, was angekündigt wird. Das heißt, alle Sachen, die wir gleich nennen, wer würde eher fragen, haben irgendwas mit Nacktheit oder sonst was, Geschlechtsverkehr, alles Mögliche zu tun. Ihr wisst Bescheid. Bevor es losgeht, Leute, zwei Dinge. Erste Sache, Denise und ich vloggen wieder auf dem Privatkanal. Also jede Woche kommt ein neuer privater Vlog, was in unserem Leben so abgeht. Auf jeden Fall. Jonas Private. Hör mal auf, mich zu unterbrechen, mal. Spinnst du jetzt vollkommen oder was? Du wirst bald wieder rausgeworfen. Also herzliche Empfehlung, diesen Kanal mal zu abonnieren, um kein Video zu verpassen. Der Link ist direkt in der Videobeschreibung. Es geht hier um die Durex Originalpackung, kennt ihr bestimmt schon aus meinen ganzen anderen Videos. Heute ist der 1.12. und das heißt, es ist Welt-AIDS-Tag. Das ist ein besonderer Tag, an dem wir uns vor allem daran erinnern, dass diese Krankheit tatsächlich noch existiert. Und genau darum geht es ja auch in der Kampagne zusammen mit Durex. Ich habe in diesem Jahr sehr, sehr viele Videos zusammen mit Durex gemacht. Wir haben, wie gesagt, diese eigene Packung designt. Und in den Videos war immer die Haupt- und wichtigste Botschaft, dass es um sexuelle Prävention geht, also darum zu verhüten. Die meisten Menschen denken immer im ersten Moment, okay, wir verhüten, damit ich nicht schwanger werde. Aber es geht um viel, viel mehr. Deswegen sind auch chemische Verhütungsmittel wie die Pille eben nicht ausreichend. Jedenfalls, wenn man sich nicht sehr gut kennt und sich getestet hat. Kondome sind die einzige Verhütungsmethode, außer gar keinen Sex zu haben, die auch Geschlechtskrankheiten verhüten. Um sich daran am Welt-AIDS-Tag mal zu erinnern, ist ziemlich wichtig. In Deutschland gibt es nämlich immer noch rund 86.000 Menschen, die mit dem HIV-Virus infiziert sind. 86.000 ist eine große Zahl. Diese Leute tut es mir natürlich sehr, sehr leid. Damit es aber nicht passiert, dass man sich ansteckt. Wie gesagt, man kann auch mit infizierten Leuten schlafen, sollte man unbedingt Kondome benutzen. Denn ganz klar ist, man kann niemanden ansehen, ob er krank ist oder nicht. Und ich glaube, wir beide sind nicht die einzigen, die sehr regelmäßig One-Night-Stands haben. Oh, hab ich das noch nicht gesagt? Jedenfalls, gerade bei solchen Geschichten muss man extrem aufpassen, weil man es seinem Gegenüber eben nicht ansehen kann. Falls ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, zum Thema Verhütung und sexuell übertragbare Krankheiten, dann einfach den Link unten in der Beschreibung angucken, der führt euch zur Durex-Webseite. Vielen Dank. Das ist also die kleine, wichtige Information gerade am Anfang. Jetzt fangen wir aber endlich an. Meine Stimme ist gerade so hochgegangen. Jetzt fangen wir aber an! Hello there. Wir haben hier richtig schöne Tablets. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu sehr spiegeln. Aber wir können erkennen, hier bin einmal ich drauf. Wenn ich zur Seite wische, ist hier die Denise da. Da. Ich bin ehrlich, Leute, ich habe mich bei Peyton inspirieren lassen von dieser Idee. Die hat auch ein Wer würde eher gedreht, wo man dann hier mit diesen Tablets und nicht mehr mit so doofen Namensschildern gearbeitet hat. Finde ich sehr nice. Und wie gesagt, es wird heute intim, Leute. Seid ihr bereit für 10 krasse Wer würde eher Fragen? Ja. Jetzt kriege ich keine Antwort. Kannst du mir doch mal wenigstens antworten durch die Kamera? Ich mach hier den Aufwand, ich habe Denise gekauft für das Video. Kriege ich keine Antwort. Verdammte Scheiße. Aber wenigstens mal einen Kommentar. Wer würde eher die Erotikspielzeuge aus dem Adventskalender benutzen, den wir letztens in einem Video ausgepackt haben? 1, 2, 3. Du? Du? Warum du? Da waren noch mehr für mich dabei. Okay, es waren vielleicht mehr für dich dabei, aber Moment mal, du hast davon welche benutzt schon. Zweite Frage, wer würde eher nackt duschen? Wer zur Hölle denkt sich diese bescheuerten Fragen? Also, wer würde es tun? Wer denkt sich sowas aus, Alter? Wer macht das? Ey, der Typ, der da hinten immer die Videos skriptet, hör auf. Da steht jemand. Okay, also wer würde eher nackt duschen? Auf die Plätze, fertig. Alter, was ist denn heute los? Wir sind ja nur unterschiedlicher Meinung. Warum sagst du, ich werde das? Ich weiß, du hast immer die Duschkappe auf. Die hat immer so eine richtige lustige Duschhaube auf, um damit die Ja, wenn ich meine Haare nicht waschen will. Vielleicht kennen das manche Mädels. Weil wenn man sich nur einen Dutt macht, dann kommt da trotzdem ein bisschen Wasser ran oder man schwitzt schneller. Deswegen nutze ich immer so eine richtig hässliche Duschhaube, wo so Obst drauf ist. Das ist Bananen und die so. Die habe ich aus dem Überraschungspaket gehabt. Dann habe ich sie ihr geschenkt aus dem Amazon Überraschungspaket. Wer würde eher für Geschlechtsverkehr bezahlen? Auf die Plätze. Fertig. Junge, was ist denn heute los? Eskaliert ja komplett. Ich würde es niemals machen. Ich glaube, du würdest mich schon hart bezahlen dafür, dass wir... Ja, klar. Ja. Leute, Denise hat es hier wieder kaputt gemacht, Alter. Die macht es immer wieder, kriegt es hin, alles kaputt zu machen. Wer würde eher freizügige Bilder posten? Auf die Plätze. Fertig. Ah, wir sind selber Meinung. Zwei Jonas, komm, wir lassen uns die küssen. Wir lieben uns. Okay. Ja, Moment, also du postest aber eigentlich mehr. Ja, wäre ich nicht so fett geworden, in letzter Zeit würde ich es tun. Du machst ständig Fotos von dir, nackt vorm Spiegel oder. Ja, nackt, hab ich nackt. Oberkörperfrei. Ja, meine ich ja. Ja, das ist ja auch sehr, sehr ansehnlich. An wen schickst du die denn? An mich selber, tatsächlich. An wen schickst du die? An meine Zweitnummer, damit ich das. An wen schickst du?
Wer würde eher etwas mit einem YouTuber oder einer YouTuberin anfangen? Auf die Plätze. Fertig. Und let's go. Mann, einfach aus dem Grund, weil ich mit einem YouTuber zusammengekommen bin. Ja, okay. Deswegen haben wir da die Denise gewählt und die dürfen sich jetzt auch mal küssen einmal. Wer würde eher einen FKK-Strand besuchen? 3, 2, 1. Wieso denn ich? Du weißt, mir ist das voll unangenehm in der Sauna schon. Naja, es geht. Okay. Mir ist auch unangenehm, nackt rumzulaufen in der Sauna. Aber wir sind voll die Sauna-Leute geworden. Also, letztes Mal, als wir zum Urlaub waren, haben wir auch richtig Sauna. Wir sind die ganze Zeit nackt rumgelaufen und so. Es ist so, was wäre das für ein Moment, wenn ich mal in der Sauna bin und mich erkennt ein Zuschauer, der auch nackt da ist. Und dann machen wir zusammen ein Foto. Ja, klar. Nackt. Ja? Ja? Wer würde von uns eher seinen Körper attraktiver operieren? 1. 2, 3. Down the knees, action! Warum? Ja, weil also als Typ kann man sich schon zwar natürlich Botox ins Gesicht spritzen lassen oder man kann sich, weiß nicht, auch ein Sixpack sogar implantieren. Aber, es ist strange. Aber also, Botox ist ja nicht operiert. Ja, aber das zähle ich schon dazu. Oder so Silikonimplantate so an die Wangen oder so, weißt du? Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir. Nee. Du würdest aussehen wie dieser Schönling von Thaddäus bei SpongeBob. Ich müsste irgendwie mal Fett absaugen im Gesicht oder so, weil alle schreiben schon in die Kommentare, dass ich aussehe wie ein Hamster. Ah, nee. Es gibt sogar mittlerweile, habe ich ein eigenes Mr. Hamsterman. Ich habe echt früher aber auch immer gesagt, ich will meine Brüste auf. Wie alt warst du da? 4? Ja, also es war bevor ich... Vor der Schwangerschaft. Ja. Wer würde eher mit den Freunden des anderen rummachen? 3, 2, 1. Nein. Ich würde es definitiv nicht machen. Ich finde meine Freunde attraktiver als deine, deswegen. Ah. Also ich finde, dass ich attraktivere Freunde habe als du. Mhm, okay. Und viele Grüße an all deine Freundinnen, die gerade zugucken. Ich finde euch natürlich sehr sympathisch. Okay. Ja, mach doch mit Lukas rum, mach doch mit Fitti rum. Hab ich doch. Oder Moritz Gart, wenn du willst. Wenn Lisa das sieht, wird die richtig sauer. Wer würde eher nackt durchs Stadion flitzen? Auf die Plätze, fertig, los. Warum nimmst du mich schon wieder? Ich zieh mich nicht nackt aus. Die will die ganze Zeit, dass ich mich nackt ausziehe. Wenn du willst, mach das jetzt in diesem Video. Hä, sagst du nimmst mich doch. Wer sollst du denn erstmal sprechen? Ja, aber guck mal, Leute, es ist halt einfach so. Denise, muss ich ehrlich sagen, hat einen sehr schönen Körper. Wirklich. Wenn ich mir die Hot Compilations angucke, sehen viele auch so, tatsächlich. Und weißt du, du kannst es dir einfach leisten. Die Leute denken, ich bin schwanger. Ich bin auch fett geworden, was ist los in der Beziehung? Die Leute denken, ich bin schwanger. Okay, Leute, wir sollten das skippen, wir kommen einfach zum nächsten. Aber ich wollte dir nur sagen, ich finde, du hast den perfekten Körper, um nackt durchs Stadion zu rennen. Oh, so ein Kompliment habe ich noch nie bekommen. Mach es einfach, mach es. Richtig widerlich. Und das allerletzte, meine Freunde. Wer von uns würde eher ein Porno drehen? Weißt du was, man muss jetzt von Hustensaft-Jüngling ein Bild reinhalten. Auf die Plätze, fertig, los. Warum ich? Ja. Ich bin einfach der Typ dafür, oder? Ich glaube, Pornodarsteller wäre, da kommen natürlich, sagen wir mal, 10 Berufe vielleicht davor, die ich lieber machen würde, aber dann Camp-Porn. Ich glaube, wenn ich richtig am Arsch wäre mit allem und nichts machen könnte und keine Familie mehr hätte und keine Freunde und keine Freundin, dann würde ich Pornodarsteller werden. I am the one, the way you're under. Ja, meine Freunde, ich hoffe, diese Runde, wer würde eher, hat euch unterhalten. Denn darum geht's hier. Es geht nicht darum, besonders viel Anspruch zu haben. Es geht nicht darum, YouTube Deutschland zu verbessern. Es geht ausschließlich um Unterhaltung. Wer sie akzeptieren will, die Tür ist da vorne. Okay, das ist das Fenster. Die Tür ist hier hinten. Geht gerne raus, wie ihr möchtet. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen richtig geilen Tag. Macht was draus, ne, aus dem Tag. Und immer schön weiter die Videos. Grüßt die Omi von mir, ne? Bis dann. What?